Wann kommt? Ja, ich glaube, eine differenzierte. 22. Oktober 2023. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir sind hier in Berlin. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht, weil eine angemeldete Palästinenser-Demo wurde hier am Potsdamer Platz verboten. Man sieht hier ganz viel Polizeipräsenz. Gleichzeitig findet auf dem Brandenburger Tor eine Pro-Israel-Demo statt. Und ich finde, beide Seiten haben das Recht, ihre Meinung friedlich zu äußern. Ja, was sagst du zu den Demo-Verboten gegen Pro-Palästina-Demos? Ich finde, die werden also... Man sieht ja auch immer, dass mehr Gerichte das Ganze kippen. Nur ich denke, da wird halt viel zu viel Druck drauf aufgebaut, weil das Ganze wird immer begründet mit Antisemitismus oder Verherrlichung von Gewalt oder auch, ich weiß nicht, die beziehen sich immer auf diesen Artikel, ich weiß nicht mehr welchen Artikel, genau, auf jeden Fall Verherrlichung von Gewalt oder Runterspielung von Sachen. Und das Ganze kann man... Mit dem Ganzen kann man genau auch gegen Olaf Scholz oder gegen Annalena Baerbock kann man damit nicht rechtlich vorgehen, obwohl es genau das Gleiche ist, weil die Gewalt, die von Israel ausgeht, wird von denen auch toleriert, indirekt oder sogar verharmlost, wenn man das Ganze dann immer wieder wenn man die palästinensischen Zivilisten immer als Hamas-Kämpfer darstellt oder im Gazastreifen sind ja jetzt die meisten Tote, über 70% Frauen und Kinder, und da weiß jeder, dass es halt sich nicht um Hamas-Kämpfer handelt, und das heißt immer von der Politik aus, dass Zivilisten, Tod von Zivilisten nie toleriert oder akzeptiert werden kann, aber dann wird das Ganze immer damit argumentiert, dass der Hamas sich in der Nähe befindet, aber du hast hier auf dem Gazastreifen eins der meistgesiedelten Orte der Welt, und dann ist ganz klar, dass irgendwo ein Das geht ja nicht anders, dass irgendwo, wo Hamas und Zivilisten sich auch befinden. Wie viele Menschen leben im Gazastreifen? Über 2 Millionen Menschen. Und wo hast du jetzt erfahren von der Kundgebung am Potsdamer Platz? Auf Instagram gibt es. Wo hast du vom Verbot erfahren? Vom Verbot auch. Ich glaube, die DKP hat dazu aufgerufen. Die Seite, die dazu aufgerufen hat, auf jeden Fall danach nochmal gesagt, es wurde doch jetzt noch verboten. Aber ich denke, die Menschen kommen dann trotzdem zu dem Ort, weil die wollen sich nicht dem Verbot biegen, weil die haben das Recht, ihre Meinung zu zeigen. Und die wollen sagen, wir sind hier auch, wenn die Politik versucht, unsere Stimmen zu unterdrücken, wollen wir das Ganze friedlich zeigen. Bist du jetzt trotz Verbot hergekommen? Nee, ich kam zu spät hierher, und dann war das Ganze schon aufgelöst. Auf der Pro-Israel-Demo wurde gerade angesprochen, dass es Angriffe gebe auf Juden in Berlin, Anschläge auf Synagogen, Antisemitismus. Was sagst du dazu? Ich finde dazu, man kann es gibt die jüdische Stimme von Deutschland. Die haben auch eine eigene Instagram-Seite oder eigene Webseiten. Die haben zum Beispiel selber letztens deren Statement zum versuchten Anschlag auf die Synagoge war. Es wurde noch nicht festgestellt von der Polizei, wer die Täter waren. Und die haben geschrieben, unsere Feinde sind genauso Rechtsextremisten. Nur das Problem ist, es wird dann direkt mit Palästinenser in Verbindung gebracht, weil das gerade in den medialen Narrativ passt. Und was sagst du jetzt zu Angriffen auf Menschen jüdischen Glaubens hier in Berlin, die es ja immer wieder gibt? Das sollte es nicht geben, das ist nicht nur in Berlin, sondern überall. Weil das ist kein Konflikt zwischen Religion von Islam und Judentum, sondern es geht hier einfach um ein Volk, was von einem anderen Volk besetzt wird. Und es ist dann ein Konflikt von Politik, von Recht, von Gerechtigkeit, und es hat dann nichts mit dem Glauben zu tun. Es gibt ja ebenso christliche oder jüdische Palästinenser. Es wurde die drittälteste Kirche in Gaza bombardiert, gerade von Israel, kam neu in den Nachrichten. Und dann erkennt man, es hat kein religiöser Konflikt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, dessen Geschäftsführer hat gerade bei der Pro-Israel-Demo am Brandenburger Tor gesagt, wer antisemitisch ist, Straftaten macht, der antisemitisch sind und keinen deutschen Pass hat, muss abgeschoben werden. Würdest du da zustimmen? Ich kann laut dem deutschen Grundgesetz kann ich dazu eigentlich keine Grundlage finden, weil erstmal musst du festlegen, was Antisemitismus ist, weil aktuell wird Antisemitismus automatisch mit Israel-Kritik in Verbindung gebracht, aber objektive und faktenbasierte Israel-Kritik hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Deswegen musste man halt wirklich auch, wenn es wirklich zu Antisemitismus und Ausschreitungen kommt, kann man dagegen rechtlich vorgehen. Ob das aber das Ganze dann direkt rechtlich für eine Abschiebung
muss ein Gericht entscheiden können. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass das akzeptabel wäre. Auch der Lindemann von der CDU hat gesagt, abschieben für Antisemitismus. Die sind gerade in der Opposition. Ja. In der Opposition sagt man immer das, was das Volk gerade hören will. Und wenn die an der Macht sind, machen die eh immer was anderes. Machst du dir Sorgen um Ausländerfeindlichkeit? Schon, weil ich finde, durch die Medien zeigt es halt viel, fordert es viel Hass, weil es ihnen immer so gestellt, dass alle Ausländer gewalttätig sind. Und dann fühlt man sich als Deutscher dann in Gefahr oder fühlt es dann zu Gegengewalt. Und dann kann es ja zu Ausschreitungen kommen, dass rechtsextreme Gruppen mich dann einfach angreifen, zum Beispiel, weil ich hier ein palästinensisches Tuch trage. Oder dass man Racial Profiling von der Polizei die ganze Zeit in Erfahrung bekommt. Dankeschön. Bitte. Sie haben die da weggeschickt? Mhm. Ja. Achso, ich wollte... Ja, wie kann es sein, dass jetzt in Brandenburg erlaubt ist, aber hier wurde es verboten? Ich will ein Statement von einem Gericht hören, das das Ganze erklärt. Also, das, was verboten ist? Hier, die Pro-Palästina-Demo, die angemeldet war am Potsdamer Platz, wurde ja verboten und gleichzeitig findet dort eine Pro-Israel-Demo statt. Aber es sollten alle zusammen auf eine Demo gehen, die dann für Frieden...